Hallo liebe Zuseher, immer wieder mal werden wir gefragt, wie man den Happy Cut aufbaut und ob es irgendwelche speziellen Tipps dazu gibt. Wir haben auch teilweise Aufbauvorführungen bei unseren Bootstests, wo man das dann genau herzeigt. Und weil natürlich nicht jeder, der jetzt vor dem Bildschirm sitzt, bei der Aufbauvorführung dabei sein kann, haben wir gesagt, machen wir jetzt einfach mal ein Video und zeigen das am Video ganz genau her, wo man zurückspulen kann, nach vorne spulen kann und dann die ganzen Details und die Hinweise und Tipps genau dazu sieht. Und wir haben das noch nie in der Form gemacht, dass wir dazu sprechen. Deswegen haben wir uns gedacht, wenn wir schon machen, machen wir es gleich ganz verrückt. Wir machen das doppelsprachig auf Englisch und also ich werde dann immer simultan Deutsch und Englisch das Ganze übersetzen. Hello all people watching this video now. We sometimes have questions from people who are sailing the Happy Cut. If we have some tips for them when they build up, when they assemble the catamaran. And so sometimes when we have test events, we make a kind of a little show and show them how to build up the catamaran and show them some hints what they can improve, how they can take the parts easier. And so we're thinking maybe we just make a small video and then you can see it at home on your screen and watch it and play back. And so we make this video in two languages, German and English, because it's such a fun. I'm sorry for my English, but I hope you can understand everything. So let's just start. Most importantly, you have to wear some holiday shoes, and that's very important that you get kind of a holiday feeling, and then you can start. Also das Wichtigste ist, wenn Sie dann mit dem Aufbau anfangen, Sie müssen zuerst mal Schuhwerk anziehen, damit Sie in die Urlaubsatmosphäre reinkommen. Das Ganze muss ein bisschen luftig sein und dann können Sie mit dem Aufbau beginnen. Jetzt haben wir leider kein Verpackungsvideo gemacht, vielleicht machen wir das auch noch. Jetzt sind die Taschen schon verpackt. Wir teilen das meistens so auf, dass wir eine Hälfte vom Rahmen in eine Tasche geben und die andere Hälfte vom Rahmen in die andere Tasche und dann auch die Maßteile dementsprechend aufteilen. Und jetzt schauen wir uns das einfach mal an, wie es aktuell verpackt ist. Und am besten ist, also das macht jeder ein bisschen anders, ich lege dann die Teile gleich immer so auf, wo sie dann auch beim Aufbau ungefähr hingehören. Aber das kann jeder machen, wie er möchte. So let's just start. We have a look at the bags. We have two bags. Normally we put the parts one, so we have a frame structure and the frame consists of four parts. And normally we put two parts of one frame in each bag. And then we separate the mast also in each bag that the weight of the bags is separated. So now here we have a mast part and the mast part, I will put it right now on the place where it will belong afterwards when we put everything together. And also now we just take every part out, that's the centerboard. So by the way, that's a Happy Cut Evolution and we will build the boat up with the bow towards the wind. The wind is coming from this direction. And so we place the parts somewhere here. Yeah. So later on, we will need a bit more space. That will be not enough, but we will see. Also wir teilen die Teile jetzt einfach mal auf. Wir geben sie aus den Taschen und legen dann den Rahmen gleich ungefähr dorthin, wo er hingehört. Es kommt auch immer wieder die Frage auf, wie lange dauert so ein Aufbau, wenn man es alleine macht oder zu zweit macht, mit viel Übung, mit wenig Übung. Also es ist ganz unterschiedlich, wie lange man zum Aufbau braucht. Normalerweise ist es so, man braucht in etwa eine halbe Stunde. Wenn man jetzt alleine ist, braucht man vielleicht ein paar Minuten mehr. Und wenn man zu zweit ist, ein paar Minuten weniger. Und wenn man dabei gleichzeitig nur ein Aufbauvideo mit Moderation macht? Wenn man natürlich gleichzeitig noch dazu spricht, kann es sein, dass sich der Aufbau noch ein bisschen in die Länge zieht. Irgendwann geht man dann die Luft aus. Also das ist das Bugverdeck, die Bärstange. I hope I don't forget the English part. So that's a very tricky situation to explain everything twice.
Aber bezüglich Luftdruck ist es gut, dass du der Grabner bist und immer Luftpumpen zum Aufpumpen machst. Yes. If I lose my breath, I just take the air pump and then I fill it up again. So, that's the second mast part from below with the short shrouds. And here, second, third, zweiter Mastteil, dritter Mastteil. Und der vierte Mastteil. Da sind jetzt die Banden schon montiert. Wenn Sie das Boot zum ersten Mal aufbauen, dann wird wahrscheinlich das Großfall und das Fogfall noch nicht eingezogen sein. Aber dazu kommen wir später noch. Ja, go ahead. So, dann legen wir die Rahmenteile auf. Der rechte Rahmenteil, der linke Rahmenteil. Der vordere Rahmenteil. Bis hierher ist es einmal vom Aufbauen her so, habe ich schon erwähnt. Ich lege mir einfach gerne die Teile auf, damit sie mal dort liegen. Das muss man nicht machen. Man kann auch einfach die Rahmenteile in die Hand nehmen und anfangen, den Rahmen zusammenzustecken. Aber ja, jeder wie er möchte. So, das waren jetzt die. Wir haben jetzt hier im Prinzip die ganze Grundstruktur aufgelegt. Das sind die vier Rahmenteile, der hintere Rahmenteil, die zwei seitlichen Rahmenteile, der vordere Rahmenteil, das Bugspriet, das Mittelschwert, die vier Mastteile und hinten noch das Ruder, der Ausleger und das Ruderblatt. Und jetzt können wir anfangen, also das war alles in den zwei Taschen drin. Da haben wir dann noch eine dritte Tasche. In der dritten Tasche sind die Rümpfe, klein zusammengerollt. Und jetzt fangen wir einfach mal an, den Rahmen zusammenzubauen. So that's all parts of the boat. We have four pieces of the trampoline frame and four pieces of the mast. Then we also have the centerboard, the bowsprit and the rudder with the extender. Wenn man den Rahmen einzieht, man kann das liegend machen oder stehend. Wir machen es immer stehend, weil dann rutschen die Teile leichter rein. Wichtig dabei ist nur, dass der ganze Wind dann nicht auf der einen Seite drauf bläst, sonst schmeißt einen der das Trampolin um. Dann nimmt man sich den letzten Teil und gibt den oben drauf. Einmal links und dann einmal rechts. Und dann rutscht man da richtig schön rein. Und dann, wenn man hier auf dieser Seite sieht, gibt es hier Schnellspanner, einfach zusammen, da kann man mit dem Finger schön rein, einmal runterziehen, dann ist es gespannt und das macht man dann bei allen sechs Schnellspannern. Da muss man da kein Seil kompliziert spannen, sondern kann das einfach mit den Schnellspannern den Finger rein und runterspannen und fertig. So you can assemble the frame lying on the ground or standing like this. I normally prefer to do it standing like this, it's easier for me. And then you just have to fasten the buckles and that's it. Der nächste Schritt ist, wir haben hier Spannseile für den Bugspriet. Die sind hier hinten am Rahmen befestigt. Die muss man dann aufmachen, die sind schön aufgewickelt. Wichtig dabei ist, dass man diesen Ring nicht übersieht. Wir haben einen Ringschrauben, da geht man einmal durch. Dann sind hier zwei Ringschrauben, da ist es wichtig, dass man den unteren Ringschrauben verwendet. It's kind of senseless that I explain this also in English, but first you put the first eye nut and then the second eye nut, and it's important that you put it through the eye nut below and not through the eye nut, which is just next to the frame part. And then also on the second rope, and you have to watch if there is a strong wind, you have to hold it
So if you are two people, that's easier because one can hold the frame and the other one can just feed in the lines. Also wenn Wind geht, ist es immer einfacher, wenn man zu zweit ist. Dann kann einer den Rahmen halten und der andere kann die Seile einziehen. Vielleicht so. Auf dem Schäkel, dass der nicht verdratzt. Genau, Händen. Richtig. Also wichtig ist noch, dass man den Schäkel hier unten, dass der eingerastet ist, beziehungsweise wenn Sie einen Schraubschäkel haben, dass der Schraubschäkel wirklich ganz dicht fest zugedreht ist, dass sich der hier nicht lösen kann. Passiert normalerweise eh nie, aber man soll es halt immer wieder mal kontrollieren, dass das auch geschlossen ist. So, if you have a shackle, it's very important that you close the shackle. There are two different types. There is this type where you just twist it 180 degrees. And there is also a screw shackle, and just make sure that the shackle is really tight. Jetzt sind wir fertig mit dem Rahmen. Also das ganze Grundgerüst für das Boot steht schon mal. Und jetzt gibt es verschiedene Arten, wie man weitermachen kann. Ich gebe jetzt normalerweise immer das Mittelschwert drauf. Aber in dem Fall können wir auch schon mal mit den Rümpfen weitermachen, weil dann ist das Ganze ein bisschen höher. Also das heißt, wir holen uns jetzt mal die Rümpfe. So right now we are finished with the basic structure with the frame, and there are different ways how to continue from this step on, and so we just go on with the holes right now, because then the electric pump can already work in the meantime and pump up the holes. It takes sometimes some time, some minutes, and so we can use this time and give the time the pump to fill up all the tubes. Bei den Rümpfen ist es wichtig, es sind zwei Rümpfe, also der rechte Rumpf. Grundsätzlich ist es so, das Ventil ist immer auf der Innenseite hinten und auch das Typenschild ist auf der Innenseite. Und dann haben wir hier die zwei Laschen, das heißt, sie rollen das Ganze vom Heck, sie legen den Rumpf gleich zum Heck und rollen ihn vom Heck Richtung Bug auf. Dann liegt er gleich richtig beim Rahmen. Und ganz praktisch ist es auch, wenn man sich das Ganze dann nur so umschlägt. Dann liegen die Laschen auch hier beim Rahmen. Und jetzt kann man einfach hier, zeigen wir nochmal in die Kamera, da gibt es zwei Laschen, einmal die untere, einmal die obere. Wenn sie jetzt zu zweit sind, kann einer drüben das reinstecken und einer hier, dann kann man den Rahmen parallel aufheben. Und wenn sie alleine sind, dann beginnen sie einfach auf irgendeiner Ecke. Also zuerst den unteren, die untere Lasche hier reinstecken, dann die obere Lasche draufstecken. So, there are two slot-in sockets. First you put in the socket below, on the lower tongue of the frame, and make sure it's really tight on the frame and not loose, not half, just really up to the frame, and also the top, put it completely that it's on the frame. And then you also make the same with the second hole. So again, you place the hole next to the frame, and then you just roll it to the bow. And you can fold the hole once in the middle, and then the sockets are close to the frame, very easy to connect. So first the lower socket, completely on the frame. Second, the second socket. Oops. Es hilft auch, wenn man den Rahmen ein bisschen hochhebt dabei. Dann kann man das Ganze noch leichter draufziehen. Und nach oben noch. So, jetzt können wir die Luftpumpe anstecken. Dabei ist, man muss das Ventil zuerst schließen. Gerade konnten wissen das schon. Das heißt, wenn man das Ventil reindrückt und verdreht, jetzt ist die Feder, das sieht man jetzt am Bild schlecht, jetzt ist das Ganze tiefer. Und wenn ich das reindrücke und verdrehe, jetzt schaut es ein bisschen höher aus und dann ist es geschlossen.
Also wenn wir jetzt Luft reinpumpen, kommt die nicht mehr raus, wenn wir dann den Schlauch abziehen am Schluss. Also es muss ja draußen sein, sag ich es nochmal ganz deutlich dazu. Also das heißt, wenn es jetzt drinnen ist, jetzt ist es ein bisschen kürzer, dann funktioniert es nicht. Wenn wir dann den Schlauch abziehen am Schluss, kommt die Luft wieder raus. Es muss unbedingt so gedreht sein, dass es ein bisschen weiter heraus ist und dann bleibt die Luft drinnen am Ende. Ja, als nächstes können wir das Mittelschwert montieren. Das ist hier der Schmerzkasten. Ja, also man könnte jetzt entweder die Bugquerstange draufgeben oder das Mittelschwert. Im Prinzip geht beides. Ich gebe immer zuerst das Mittelschwert drauf. Das ist der Schwertkasten. Da haben wir zwei Muttern hier unten. Ich lege das jetzt mal so her, dass man das sehen kann. Da schraubt man die Kastenschrauben auf. Ich lege mir das dann immer hier aufs Trampolin mit einer Zackenscheibe, damit das Ganze nicht verloren geht. Das hat sich sehr bewährt. Einmal, zweimal. Schrauben raus, dann ein bisschen hochheben und drauf auf den Rahmen und dann können wir das schon wieder festschrauben. Das geht ganz einfach und schnell und hält bombenfest. So, here we have the center board and you connect it with two bolts, left and right. It's very easy, fast assembled and it's incredibly strong. So it holds a lot of force when you're sailing. And just make sure that the nut is really tight on the screw. And yeah, that's it. And now we have two side ropes. They have kind of a pelican hook. And it's very important that you close the hook completely. So this bolt needs to go inside completely up to the ring and now it cannot open. And so wir haben hier zwei seitlichen Spannseile mit einem Pelikanhaken. Wichtig dabei ist nur, dass dieser Stift komplett in den Haken hineingeht, dann ist es fest und dann kann es sich nicht mehr öffnen. Ja, als nächstes gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten, wie wir weitermachen. Hier haben wir jetzt das Bugsprit. Beim Bugsprit ist es wichtig, dass man die Auf- und Niederholleine bereits oben drüber gibt. Sonst, wenn wir nachher den Mast aufstellen, ist das vor dem Mast und das soll um den Mast rumgehen. Da müssen wir darauf achten, dass das um den Mast drüber geht. Da hängen wir dann vorne, zweimal das Seil an. So, there are different ways how to continue. Normally I continue with the bowsprit. You just connect the two ropes, the two wires with the shackle, and again here it's very important that you close the shackle completely. You either have kind of this shackle or a screw shackle, just make sure that it's really tight. Und jetzt können Sie den Rahmen ein Stück hochheben, dann geht der Zapfen hier ganz leicht rein. Als nächstes können wir die zwei Seile verbinden. Wir haben hier einmal ein rotes Seil mit einer roten Kugel. Das heißt, da verbinden wir den Karabiner mit dem Haken hier. Und dann haben wir eine grüne Kugel, ein grünes Seil. Und da verbinden wir den Karabiner hier. You have to connect the up and downhole lines. The red rope with the red ball. And also the green rope with the green ball. Und dann können Sie schon mal das Schwert hier in die schwarze Klemme geben, damit es dann oben bleibt, wenn Sie das ganze Boot dann ins Wasser reingeben, dass es nicht unten schleift. Jetzt hören wir hinten schon die Pumpe, die macht den Druck rein, das ist ganz normal, die hört sich dann immer ein bisschen anders an. Also das ist jetzt kein Grund, die Pumpe abzuschalten. Wichtig ist nur, Sie können dann hier unten einmal reinsehen und kontrollieren, ob auch hier wirklich die Lasche komplett am Rahmen oben steckt und auch hinten bei dem hinteren Rahmenteil, damit es da nichts geben kann. Und wenn die Pumpe dann fertig ist, dann kann man es umstecken auf den zweiten Schlauch. So now the pump makes a little noise. That's completely normal. And it's important that you let it make the splits, because that makes the pressure for the tube. But when it
put it off and put it on the second pull. Depending on which model you have, so that's Evolution, that's the medium size. Sometimes when you have a Hurricane, it can take longer because more air needs to get inside. And if you have a Neo, it will take a little shorter because the pressure will reach first. Raus, auf der anderen geht es ein bisschen länger raus und das kürzere Teil muss beim Bugverdeck nach hinten zeigen, weil da kommt ein bisschen ein Zug drauf und das muss dann hier in der Lasche anstehen können. So we have two ends, a short one and a long one. First you put in the long one to the front and then the short one to the back. Now the air pump is finished and so we will change the air pump. Da machen wir unbedingt zu, dann ist es komplett dicht. Dann stecken wir gleich um auf die zweite Seite. Auch hier wieder kontrollieren, ob das Ventil geschlossen ist. Und dann. Und los geht's wieder. Dann können wir den Rumpf auf der zweiten Seite drauf geben. Einmal nach vorne, einmal nach hinten. Und das ist erledigt. Und ich empfehle Ihnen, dass Sie das Bugverdeck an dieser Stelle noch nicht montieren, weil wenn Sie dann später den Mast aufstellen, können Sie hier nochmal reinsteigen und haben ein bisschen Platz zum Bewegen. Und das würde ich dann erst ganz am Schluss, wenn alles fertig ist, drauf machen. Ja, im Prinzip steht jetzt schon die ganze Bootsform. Die Luft dreht noch. Vorne haben wir dann noch einen kleinen Gurt. Ich bitte immer ganz gerne das Knie runter. Aber ich hebe mir das so hoch und dann verbinden wir hier die Querstange mit dem Bugsprit. Das ist einfach eine Aufbauhilfe, dann ist das Ganze schön beisammen und auch wenn man jetzt den Mast nicht drauf hat, dann ist die Querstange fest mit dem Bugsprit verbunden. So next up we just connect the crossbar of the bowsprit with the crossbar of the bow cover with the bowsprit with this short rope, and then it's important that you roll it always like straight and straight, not over the cross, that you have enough length of this line, then you can connect it. And it's this rope is a bit longer, so please roll it 2 times or 3 times that it has more grip on each other and it cannot move. And now it's very nice connected to each other. Also der ganze Gurt ist ein bisschen länger. Wickeln Sie den gleich 2-3 Mal rum, dass sich der ineinander durch die Gurtreibung bereits einen guten Halt hat. Die Klemme selber hat dann nicht mehr so viel Belastung und dann hält das Ganze schön kompakt zusammen. Und wickeln Sie den Gurt nicht über Kreuz, sondern immer gerade, unten gerade, oben gerade, und dann ist die Gurtlänge so lang, dass sich das genau ausgeht. Dann haben wir vorne noch die Endlos-Rolltrommel. Die kommt aufs Bugsprit drauf. Einfach hier einmal rein, den Karabiner. Und hier ist es dann wichtig, dass sie über dem Bugverdeck verläuft. Die werde ich jetzt einfach schon mal montieren. Kann man aber auch ganz am Schluss erst machen. So this endless furler, you just connect it to the bowsprit and it's very important that the rope is above the bow cover and not below the bow cover. Als nächstes machen wir weiter mit dem unteren Mastteil. Der hat hier ein Gelenk. Das Gelenk stecken wir einfach hier in den Schwertkasten. Einmal hier rein. Das ist dann der Flaschenzug, den können wir schon komplett ausfahren auf die gesamte Länge. Mal herlegen. So we continue with the lowest mast part. You connect the
hinge on the lower part to the centerboard, and then the second mast part. Der zweite Mastteil hat die kürzeren Wanten montiert und sonst nichts, also da sind nur die zwei Wandenpaare drauf. Den stecken wir dann hinten auf den unteren Mastteil drauf. Wenn Sie ein anderes Modell haben, also zum Beispiel einen Hurricane oder einen Neo, dann ist der Mastfuß ein klein wenig anders, aber das Grundprinzip ist immer das gleiche. Also zuerst das Gelenk montieren und dann die anderen Mastteile draufstecken. So if you have a different model than the Evolution, maybe the Neo or the Hurricane, then you can just, you will see there is a different hinge on the foot of the mast, but that's not so important because the basic connection is always similar. Dann das zweite Mast, das dritte Mastteil. Am dritten Mastteil ist nichts drauf, also keine Wanten. Und dann noch das vierte Mastteil. Das vierte Mastteil ist sehr gut erkennbar. Da sind nämlich die ganzen Wanten drauf, die Fallleinen. Wenn Sie das Boot zum ersten Mal aufbauen, kann es sein, dass das Fall vielleicht noch nicht drin ist oder das Großfall noch nicht drin ist. Das muss man dann einfach einfädeln. Oder dass auch die Wanden nicht montiert sind. Also die Wanden muss man dann einfach hier mit dem Gabelterminal auf den Mast verbinden. So if you assemble the boat for the first time, it's possible that maybe some halyards, some ropes are not connected, so you have to feed them in, or maybe that the shrouds are not connected, so you just connect the shrouds and that's it. So, das sind jetzt die langen Wanden. Die langen Wanden schön zusammengewickelt, vom letzten Mal verpacken. Und das Ganze gehen wir dann einfach nach hinten. Gleich die eine Wand nach links, die zweite nach rechts. Jetzt ist auch die Pumpe fertig geworden, die können wir gleich abstecken und das Ventil schließen. Und dann als nächstes machen wir die Wanden fest. Die längere Wand, da gibt es die Wandenschützer, die sind ganz praktisch. Da steckt man beide Wanden durch. Und dann verbindet man das mit dem Schäkel, also die längere Wante auf der Außenseite des Schäkels und die kürzere Wante auf der Innenseite des Schäkels. Einmal so und dann den Wandenschützer drüber ziehen. Und dann ist es schön kompakt beisammen, dass man da nicht mit dem Finger oder so reinkommt. So we have this protective hose. You just feed in the longer shroud or the shorter shroud, depending on which shroud it is, and then you connect it with the shackle. The longer shroud should be outside and the shorter shroud inside. Then you just close the shackle, pull it over, and that's it. And it's very nice protected that no fingers can stuck inside. Als nächstes verbinden wir legen wir uns die Fallleinen bereit. So, da müssen wir zuerst mal schauen, wie das hier zusammengewickelt ist. Das ist bei uns natürlich ganz speziell in der Firma, weil wenn wir Testboote haben, gibt es immer verschiedene Personen, die die Testboote aufbauen, abbauen und jeder hat da so ein bisschen seine eigene Technik, wie er dann die Seile am Ende zusammenwickelt und zusammenknotet, und das kann dann jeder für sich so machen, wie er möchte. Also hier haben wir die Fallleine. Wichtig ist nur, dass man es aufmacht, dass keine Knoten drin sind, und ich knote mir dann immer die beiden Enden hier zusammen, dass wenn wir jetzt den Mast gleich aufstellen, dass dann nicht ein Ende nach oben ausrauschen kann. So, we have the halyards, that's for the mainsail and for the front sail, for the jib. And we have different people in the company.
different people in the company, and they have different techniques how to roll the ropes together. So every time when another person opens the rope, it's a bit difficult. But when you have your own boat, you can use your own technique of rolling your ropes together, and that will not be any problem for you. So just take the halyard and prepare it for the mast stepping. Just put it next to the boat, to the catamaran. Open everything. No knots inside, like here. I think it's a very clever way to put the rope together, but I'm not clever enough to open it again. That's the problem here. So here it's already connected with two knots, and you just lie it next to the mast. And now we have a third rope. That's the most important. I just put these parts on the side. And the next one, and the next one. So now that we have the third rope, is kind of important for this step, because you will need it now for the mast stepping. Now, if Gregor, who did this, would be here, I could ask him how he did it, but he's not here, so I have to do it by myself. And now it's open, and you just put the first stay, place it here. You can place it on the other side that you don't get confused. So nehmen Sie das Vorstag, legen Sie es einfach auf die andere Seite. Und jetzt ist es wichtig, dass Sie die Sommerlatschen anhaben, weil jetzt stellen Sie das Ganze auf. Einfach hinten den Mast nehmen und dann von hinten nach vorne gehen. Also das Ganze geht auch alleine. Man kann sogar dabei sprechen und alles erklären in zwei Sprachen. Überhaupt kein Problem. So, und wenn er jetzt so steht, ist es wichtig, dass man immer mit einer Hand das Ganze nach vorne drückt. Nicht einfach auslässt, sonst fällt es nach hinten um. If you're standing like this, it's important to push the mast to the front, that it's not falling to the backside. And then you take the forestay and pull it to the front. And now the mast is standing with just one people. And now the second thing is to connect it here, and the mast is standing. So now the boat is almost finished. We can start now to put the bow cover to the connections, but we will do it later when the sails are on the boat. Also als nächstes befestigen wir das Ruder hinten, den Ruderausleger. Ich mache das immer am Schluss, damit er beim Mast aufstellen nicht stört, dass da kein Fall hängen bleibt. Und auch ganz genau gleich wie beim Mittelschwert, einfach die zwei Schrauben aufdrehen und unsere Beilagscheiben. Einmal, zweimal, dann auch hier wieder. Hier ist es so, wir haben hier, der Ruderausleger ist aus Aluminium und der Mittelschwerthalter ist aus Edelstahl. Der Unterschied ist, das Edelstahl ist deutlich härter und das Aluminium ist deutlich weicher. Und wir haben hier eine Zackenscheibe und eine glatte Beilagscheibe. Und daher muss immer eine glatte Beilagscheibe unter der Zackenscheibe sein. Ich mache das jetzt einfach mal von unten nach oben, man kann es auch andersrum machen, damit Sie das besser sehen. Und dann gibt man einfach zuerst die glatte Scheibe, dann die Zackenscheibe, damit sich die Zackenscheibe hier nicht ins Material reindrückt, ins weiche Aluminium. Einfach die Mutter wieder drauf und fertig. Sie können das Ganze auch umdrehen, von oben nach unten die Schraube reindrehen, ganz wie Sie möchten. Ich mache es meistens so, weil da kann ich es kontrollieren, immer wieder mal hingreifen, auch teilweise unbewusst und einfach mal festziehen. So you just connect it, and we have a flat, I don't know this name, whatever. And also, no, not flat, whatever. And then you just put first the flat one, and that's because this is aluminium, and it's more soft, and the centerboard frame is made of stainless steel, and it's very hard, so we don't need it. I'm not sure if you understand what I'm talking about, but it's not so important anyway. So now when you're finished with the rudder extender, you just connect the rudder blade, and it's very easy. Just snap it in like this. And then we also have a security ring. You can put it in here, and also the
the tiller and the tiller extension. You can already put the tiller extension below this rope, because later when you go sailing, it's easier to grab it like this. So einmal hier und nochmal hier. Dann kann man das Ganze hier verbinden. Dann haben wir einmal ein Aufholseil, ein Niederholseil. Hier ist es wieder wie beim Mittelschwert. Das ist wie bei einer Ampel. Die rote Kugel ist stehen, da ist das Ganze oben. Die grüne Kugel ist fahren. Da zieht man das Ganze nach unten. Das heißt, ich ziehe jetzt bei der roten Kugel an und dann ist hinten das Schwert in der Höhe und vorne ist es gesichert. Ja, jetzt sind wir im Grunde genommen fast fertig. Jetzt fehlen noch die Segel. Die Segel haben wir hier. Wenn Sie die Segel vorher richtig eingepackt haben, also zusammengerollt haben und mit dem Liegtau voraus hineingesteckt haben, dann macht es Sinn, dass Sie das Ganze von der vorderen rechten Seite, von der Steuerbordseite, aus dem Sack aufs Boot draufgeben, weil dann liegt das Ganze gleich richtig und dann können Sie gleich hier das Lieg sehr schön ins Segel reinziehen. Das machen wir jetzt gleich mal. Wichtig dabei ist auch noch, wir haben hier Windfäden. Wenn der Wind von der Seite kommt, ist es absolut empfehlenswert, dass man das Boot mit dem Bug in den Wind dreht. Sonst drückt einen der das Großsegel immer auf die Seite. Jetzt haben wir hier das Großfahr. Und das machen wir hier wieder auf, diesen Knoten. Dann müssen wir schauen, dass es oben nicht verhängt ist. Einmal vorne ums Vorstack rum. Das passiert immer wieder mal. Hinten um die Wante. Und jetzt ist das Ganze sehr schön. Der Karabiner muss hinten sein, das ist wichtig. Und das lose Ende muss vorne sein, vor dem Mast. Also Sie befestigen den Karabiner und dann führen Sie das hier ein. Und gut ist es auch, wenn Sie dieses lose Ende immer Richtung Bug vorne bisschen in diese Richtung ziehen, dann geht das Ganze leichter, weil oben sind zwei Umlenkrollen und wenn Sie das jetzt von hinten hochziehen, dann wird es oben um dieses Eck rübergezogen und dann geht es nicht so leicht. Das immer nach vorne ziehen. Wichtig ist auch hinten zu schauen, dass bei den Latten das Travelerseil nicht hängen bleibt. So if you put on the mainsail, pay attention that you pull the rope to the front and not to the back, because we have two jetzt sind wir genau an diesem Punkt, wo man schauen muss, dass es hinten wichtig ist, dass nichts in den Latten hängen bleibt. Gut ist es auch, wenn man zuerst das Großsegel raufgibt und das Großsegel aber noch nicht spannt, beziehungsweise wenn Sie zuerst das Vorsegel raufgeben, das Vorsegel noch nicht spannen, weil sonst das Großsegel hat eine Vorliegkurve hineingeschnitten und die biegt den Mast sozusagen oben nach hinten weg, wenn Sie das Segel hochziehen. Und wenn Sie zuerst das Vorsegel hochziehen und das schon stark spannen, biegt der Mast in die entgegengesetzte Richtung. Wir werden jetzt einmal das Segel retten, dass es der Wind nicht holt. Also das heißt, das Vorsegel immer hier schön nehmen, aufpassen, dass man es nicht knickt, dass es immer schön glatt ist. Dann hier beim Roller einhängen und dann als nächstes kann man die Fallleine verbinden. Die hängt jetzt hier in der Luft. So when you put on the chip sail, I recommend that you put first on the mainsail, because the mainsail has a luff curve, so the mainsail is bended in the front, and when you put on the mainsail, the mast will bend to the back. That's supposed to be like this, but when you put on the chip sail first, the chip sail will pull the mast in the other direction and then it gets confused. So first the mainsail, second the chip sail. Just pull it up and then we have here the halyard pulley, just connect it and then tighten the halyard pulley. Also wenn Sie das Vorsegel hochziehen, dann haben wir hier den Flaschenzug und den Flaschenzug einfach mit dem Karabiner einhängen, spannen
Und so ist das Ganze schön gespannt. Wir haben extra einen Knoten reingemacht, damit man es richtig spannt. Also wichtig ist, dass man das nicht zu locker macht, aber auch nicht zu weich. Also das muss die richtige Spannung haben. Hier muss ein bisschen eine Spannung drauf sein, dass die Wanten gut gespannt sind und dass vor allem hier vorne das Vorlieg gut gespannt ist. Das ist ganz wichtig. Also das Vorlieg soll sich jetzt nicht einen halben Meter nach links und rechts bewegen. Das wäre ganz schlecht. Da brauchen Sie schon eine gewisse Spannung drauf. Aber übertreiben sollen wir es natürlich auch nicht. Sie können dann auch, wenn jetzt der Wind geht, so wie hier, schon mal das Vorsegel ein bisschen einrollen. Und dann macht es nicht mehr so viel Lärm. Und es schont auch das Segel, wenn es nicht die ganze Zeit so flattert. Dann kann man hier die Schot einziehen. Einmal links. Da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Man kann das auch endlos machen. Wir machen es jetzt einfach mal so. Einmal rechts. Dann haben wir hier noch die Fallleinen. Die kann man dann schön zusammengeben. Einfach so aufschießen. Und hier am Trampolin haben wir die Fallleinentasche, da kann man schön reinstecken. Dann ist Ordnung am Boot. Und auch mit dem zweiten Fall das gleiche. Schön aufschießen. So we have a small pocket on the frame, trampoline. And you just can put in the halyards. Then we have the pulley for the mainsail. Just connect it. And then pull it slightly. Auch dieses Seil können wir da noch reingeben. Ja, im Prinzip sind wir jetzt fast fertig. Jetzt können wir dann vorne noch das Bugverdeck drauf machen. Ich fange da immer eher in der Mitte an und bleibe gleich auf einer Seite stehen. Einfach den Gurt von vorne nach hinten einmal durch die Lasche entspannen. Und dann auch hier. Wenn Sie jetzt schon direkt beim Mast stehen, tut man sich da leichter, also eher von innen nach außen das Ganze befestigen. Und dann geht es ganz leicht. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und dann auch auf der Seite. So when you connect the bow cover, start with the connections close to the mast and then go outside like now. Then it's easier to reach the ropes, the connections. First, second. Dann noch die zwei äußeren. Einmal hier. Einfach unten beim Rahmen durchgehen. Dann nach vorne drüber gehen. Und dann wieder zurück. Und dann hier seitlich noch einmal am Rumpf. Haben wir hier den D-Ring. Auch wieder. Und dann auf der zweiten Seite noch die letzten zwei. Auch hier wieder. Einmal unten durch, dann hier wieder nach innen und nach vorne. Und das letzte. Und jetzt sehen wir gleich, wozu das eigentlich gut ist, dass wir das so oft befestigen und warum hier vorne eine feste Stange ist. Also ich kann mich jetzt einfach hier draufstellen. Das Ganze hält wirklich sehr viel aus. Wenn Sie Kinder haben, können sich die Kinder vorne draufsetzen. Sie können sich drauflegen. Es hält wirklich viel aus. Wichtig ist, dass Sie wieder Ihre Urlaubslatschen anhaben und dann haben Sie da viel Bewegungsfreiheit. Und ja, im Prinzip sind wir jetzt fertig. Eines haben wir noch vergessen, das ist die Großschot. Die Großschot, die machen wir hier hinten auf. Sehr gut zusammengeknotet. Und dann einfach hier hinten öffnen und einhängen. Wie man das Ganze dann einhängt, was man da trimmen kann, das erklären wir dann vielleicht in einem nächsten Video. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie uns ein Like, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. I hope you liked the video. If you have any comments, and just ask us in the comment section below. Give us a like and yeah, that was the video. I hope you enjoyed it. Bye bye.